Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. So, nein, das wollte ich nicht. So, die letzte Aufnahme ist ein wenig her. Ich komme in letzter Zeit nicht ganz so viel zum Aufnehmen. Aber das soll uns nicht stören. Deswegen, das soll nur so gesagt sein, dass ich ein bisschen Zeit dazwischen liegt. Ich glaube sogar fast 2 Wochen. Aber das ist eigentlich egal. Umso mehr freuen wir uns jetzt, dass ich das geschafft habe, eine Aufnahme zu machen. Und jetzt bin ich hier schon auf dem Weg zu unserem Zielpunkt, hier zu einmal auf die Karte gehen. Ne, das war nicht die Karte. Auf Back ist die Karte. Nämlich. Da. So. Erinnerungsanfang. Da müssen wir hin. Und vielleicht hört ihr es auch, ich war auch noch zeitweise krank, das kam auch noch dazu, so konnte ich nicht aufnehmen, weil ich habe mich wirklich schrecklich angehört. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt kommt. Ich habe das nicht mehr so im Kopf, aber ich werde auf jeden Fall wieder reinfinden. Ich muss nur erstmal gucken, was jetzt kommt. Aus dem Weg hier. Der ganze Haufen da soll weg. So, wir kürzen mal ab. Bevor ich noch die Wachen anrempel, das mache ich ja gerne. Aber ich glaube, so ein bisschen hört sich meine Stimme noch so an, wie bei einer Erkältung. Leicht. Es war auf jeden Fall schlimmer, vor einer Woche oder ein paar Tage noch. Und dann brauchte ich auch immer noch ein Taschentuch. Und wenn man wirklich in der Aufnahme jede 10 Minuten oder so schnauben muss, das ist scheiße. Deswegen hat mich das auch so ein bisschen im Aufnehmen eingebremst. Ach, stopp. Ich will ja die Kiste wie ich mitnehmen. So. Was haben wir denn hier? Wir haben schon, ich guck gerade unten links, 20.000 Fs haben wir gesammelt. Geld. In Assassin's Creed. So, darüber. Jetzt hier wieder hoch. Und dann müssten wir eigentlich gleich unser Zielort sehen. Hier noch nicht, oder doch, da an der Seite. Nee, Leonardo ist unser Ziel. Das habe ich jetzt schon mal festgestellt. Mal gucken, was Leonardo von uns möchte. Wir haben hier auch noch so ein Kreuz. Ich meine, das war diese Siegel finden. Das können wir auch noch gleich machen. Ezio, Gott sei Dank, du bist wohl auf. Diese Sache mit den Medici und den Pazzi, hast du Francesco deshalb verfolgt? Nicht nur. Ja, nun, warum auch immer, die Stadt ist wieder sicher. Dank dir. Nun sag, was kann ich heute für dich tun? Ah, noch eine Seite. Aha, ein ähnlicher Schlüssel wie beim letzten Mal. Das dauert nicht lange. Interessant. Oh. Ah, ja. Ich verstehe. Ein neuer Klingenentwurf, um Gift zu verabreichen. Kannst du sie bauen? Sieh, es dauert nicht lange. Ich muss nur einen Weg finden, die Klinge auszuhöhlen, ohne etwas zu... Schon gut, Leonardo. Tu einfach, was du tun musst. Fertig! Ich habe die Klinge für den Anfang mit etwas Gift befüllt. Wenn du keins mehr hast, geh einfach zum Arzt. Gift? Von einem Arzt? In hoher Dosis kann das, was heilt, auch töten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, mein Freund. Immer gerne, Ezio. Jederzeit. Eine Klinge mit Biss haben wir gemacht und sind synchronisiert. Ich will nochmal eben gucken, was das Kreuz jetzt genau auf sich hat. Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Vielleicht ist das auch nur eine Nebenmission. Und dann machen wir die einfach mal. Na gut, ja, blöd. Konnte kein... Nichts mehr packen. Die Giftklinge haben wir jetzt. Ich benutze die aber eigentlich ziemlich selten. Außer wenn es die Mission meistens vorgibt. Aber wir können damit mal ein bisschen rumspielen. Wie man die denn gut einsetzen kann. Ihr könnt mir ja so ein paar Tipps geben. Hier zum Beispiel den hier. Komm, wenn ich schon mal so weit bin. Ich probiere es einfach mal nicht, dass die gleich böse auf mich sind. Auch die medizinische Aua. Hilfe. Aua, aua, gut, ich glaube, das schaffe ich doch nicht. Oder vielleicht den...
Giftlinge. Wenn ich den hier andrücke, geht das? Ah. Und jetzt, mal gucken, was macht er? Was macht er? Wir gucken uns das jetzt an. Da hinten müssen wir auch gleich hin. Ah, man sieht, ihm geht es nicht gut. Man sieht es. Ah, oh. Er holt seine Waffe und schlägt die anderen. Oh ja, alle weichen hier ein Stück aus, in alle Richtungen. Und gleich hat er keine Kraft mehr. Das Gift hat ihn geschwächt. Er kippt zu Boden, röchelnd, und ist tot. So, das dazu. Es wird immer schlimmer. Wer kann uns den Hergang schildern? Und jetzt hauen wir ab. So, das haben sie nicht gesehen und wir sind weg. Jetzt frage ich mich gerade, was das nochmal auf sich hatte. Da ist auch so ein Plus oder Kreuz drauf gewesen. Auf der Tür. Ah, ich glaube, hier kriegen wir wieder ein neuen Siegel, können wir hier. Hausfriedensbruch. Im Jahre 1479 den Palazzo Medici irgendwie so infizieren und Lorenzo vor den Templern retten. Ich muss sagen, das kenne ich nicht. Also, mal was blind ist, was ich nicht kenne. Spielen wir mal. Was ist hier passiert? Signor Lorenzo? Lorenzo ist leider verhindert. Hey, du bist der Mörder von Francesco De Pazzi. Packt ihn. Mit Vergnügen. So, also nochmal hier ein kleiner Kampf. Wir machen ihn Mörder. Wer ist als nächster dran? Ach Mensch, da muss ich doch mal endlich. Jetzt, der kriegt einen drauf. So. Der nächste bitte. Gut. Und jetzt nur noch der ein bisschen mehr Rüstung hat und ein paar Schläge mehr braucht. So, jetzt das nächste Mal Konter, dann habe ich ihn, glaube ich, oder? Ah, immer noch nicht, aber einmal noch, glaube ich. Sag ich ja. So. Jetzt ist nur die Frage. Entschuldigung, manchmal habe ich noch so ein bisschen Hustenreiz. Das müsst ihr leider entschuldigen. Hier sind auch überall Sachen, wo man langklettern kann, ob das was zu sagen hat. Erstmal einmal ein bisschen rumgucken. Also wir kommen hier nirgendwo raus. Wir müssen nach oben uns vorklettern. Dann müssen wir mal den... Das sieht doch wie ein Anfang aus. Ja, das könnte gut sein. Ah, die Lampe bewegt sich mit, wenn wir dagegen springen. Also, Assassin's Creed hat auch Physik. Haben wir damit bewiesen. So, gut, jetzt sind wir auf der anderen Seite. So, wenn ich jetzt... Jetzt sind wir, glaube ich, genauso weit wie auf der anderen Seite auch. Und jetzt könnte ich wieder auf der anderen Seite rüber. Ach, ich glaube, ich habe es gefunden. Nee, ich dachte, ich könnte jetzt hier ranspringen und dann hoch, aber... Das könnte sogar klappen, das sieht aus da, als wenn ich da... Jetzt nur die Frage, wo komme ich hoch? Wo komme ich hoch? Ich muss ja irgendwo hier hoch, an den... Soll ich mal probieren? Na, vielleicht... Da wollte ich gerade nicht hin. Ah. Bringt mir das was? Das muss ja irgendwas zu sagen haben, dass da so eine... Hier so komische Stöcker dran befestigt sind. Ich dachte, ich könnte jetzt mich... So noch ein Stück hier. Denn... Nee, er will denn in die Richtung springen, obwohl ich genau dahin zeige.
So, ich habe noch nicht den Weg. Nee. So, wenn ich jetzt hier lang gehe, bringt mir das was? Ich meine, da ist ja die Verbindung da. Das bringt mir was. Gut, ich habe nichts gesagt. Ich glaube, ich hätte da erstmal eine ganz schöne Zeit lang versucht, da weiterzukommen. Ah, nächster Raum. Okay. So, noch einmal husten. Ich schneide das auch, glaube ich, nicht raus. Das brauche ich nicht. Ach, na gut. Komm, wir brauchen uns da nicht so anstellen. Da ist er! Auf ihn! Das sind ja auch nur einfache. Das ist ja... Das kostet ja keine Zeit. Die beiden hier eben... Ich schätze mal, wir sollten die auch ausschalten. Oder wir sollten halt leise sein, das weiß ich nicht. So, hier. Kommen wir hier an der... Ne, kommen wir nicht hoch. Kommen wir hier irgendwie... Gut, dann müssen wir irgendwo wieder hochkraxeln. Da kommen wir hoch. Da an den Bücherregal können wir uns festhalten. Oh, jetzt fällt er runter. Das war klar. Aber ich glaube, ich kann da gar nicht lang. Der Kamin ist da im Weg. Oder muss ich einmal andersrum? Geht das auch? Ich überlege gerade. Da ist so ein... Wir gehen nochmal zurück. Wir haben ja Zeit. Ja, da kann ich nicht gegen... Nee. Hier komme ich... Ja, hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich nicht hoch. Aber irgendwie soll man da hinkommen. Das ist aber eine ganz schön beschissene Situation. Oh, kann ich hier hoch? Sieht nicht so aus. Nee, sieht wirklich nicht so aus. Also der einzige Weg hochzukommen, können wir mal feststellen, das ist hier. Wir kommen dann zu der Seite, aber nicht zu der Seite. Tü, 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 tü. Tü, tü, tü. Kann ich... Ach, von Buch... Bild zu Bild kann ich mich hangeln, genau. Gut, wenn man es noch nicht gespielt hat, muss man da auch erstmal drauf kommen, ne? Vielleicht ein geschultes Auge hätte das sofort gesehen. Ich habe leider nicht so ein geschultes Auge. Sind wir schon da? Ich höre das Geräusch von Belohnung. Hört ihr das auch, dieses ganz leise... Ich weiß, dass ich da unten ein Geräusch gehört habe. Verdient euch jetzt eure Florin. Die Hälfte durchsucht den Hof. Die anderen kommen mit mir. Die Kapelle untersuchen. Si, Capitano. Dann untersuchen wir die Geheimgänge. Was ist mit Lorenzo? Jetzt ist Lorenzo schon tot. Oh, oh. Also Florin heißt die Währung. Jetzt habe ich es auch endlich mal ausgesprochen bekommen. Ich darf mich nicht zeigen. Sind alle böse. Kann ich auch... aus dem Hinterhalt vielleicht angreifen? Jetzt stirbst du! Ja, da konnte ich nichts machen. Ich dachte jetzt, die gehen da vorbei und ich hole mir den ein mit der versteckten Klinge. Aber da habe ich leider falsch gedacht. Jetzt ist hier mal ein bisschen Counter-Action wieder angesagt. So. Nächster Versuch. Perfekt. Gekontert. Und wir haben es geschafft. Jetzt überlege ich gerade, wo habe ich denn... Da! Ich wusste es doch. Ah, da muss ich so, so... Ja, genau. Und dann... Gut. Aber es ist keine Belohnung, sondern nur... Doch, gut. Gut, jetzt haben wir eine Belohnung gekriegt, aber... Ich habe ja gesagt, ich höre Belohnung. Aber ich habe leider nur einen Hebel gehört. Dieses Geräusch hier, was man hört, wenn man hier direkt vor ist, das habe ich eben gehört beim Rausgehen. Aber ich glaube, ihr habt das auch gehört. Warum versuche ich euch das denn hier zu erklären? Wenn nicht, dann ist die Tonspur zu leise von dem Spiel. Das kann sein. Werden wir dann feststellen. Er ist... Lachu, da ist er! Auf ihn! Komm, den schaffe ich noch, ohne kontern zu müssen.
Jetzt, ja. Und dich schaffe ich auch noch. Und jetzt mal doll ausholen. Ach, das will er nicht.